Heute ist, also dieses Video ist für den 9. Freitag, 9. Dezember 2022, und das heutige Pixie-Buch heißt Die Weihnachtsklöße. Klöße sind Knödel. Und das ist der Deckumschlag und die Weihnachtsklöße, eine Geschichte von Gesa Carstensen mit Bildern von Claudia Heine. Und da geht die Geschichte los. Der 24. Dezember, endlich ist Weihnachten. Papa steht im Wohnzimmer, inmitten von Kisten mit Weihnachtsbaumschmuck. Jenna und Mama betreten. Na, bereiten in der Küche die Weihnachtsklöße für das alljährliche Festmahl vor. Weihnachtsklöße sind Knödel. Es hat sogar ein ganz bisschen geschneit. Einfach perfekt, findet Jenna. Dann gibt es die nächste Seite mit den. Plötzlich klingelt Mamas Telefon. Als sie das kurze Gespräch beendet hat, schaut sie Jenna ganz betreten an. Das war Frau Winter. Meine Kollegin aus der Apotheke hat sich das Bein gebrochen, ausgerechnet am Heiligabend. Nun muss ich den Notdienst übernehmen. Das tut mir so leid, aber heute Abend um 9 bin ich wieder da? Versprochen? Nächste Seite. Jennas Augen füllen sich mit Tränen. Sie hatte sich so auf Weihnachten gefreut, alle drei zusammen, mit würzigen Düften aus der Küche, Baumschmücken und Heiligabendklößen. Aber daraus wird jetzt nichts. Die nächsten zwei Seiten. Wir schaffen das schon. Papa nimmt Jenna tröstend in den Arm. Ich wollte schon immer wissen, wie Mama und du eure geheimen Klöße zubereitet. Das will ich auch gern können. Nächste Seite. Mit Mamas Schürze vorm Bauch stellt Papa sich in die Küche und vertieft sich ins Rezeptbuch. Schweigend. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaut er etwas ratlos wieder auf. Seite. Was hältst du davon, wenn wir unsere Weihnachtsklöße erst morgen gemeinsam mit Mama kochen? Fragt Papa. Heute mache ich dann Pasta à la Papa. Wütend blickt Jenna ihn an. Davon hält sie gar nichts. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Ihre Nachbarin, Frau Jensen, steht vor der Tür. Sind Sie gar nicht bei Ihren Enkelkindern wie jedes Jahr? Fragt Papa erstaunt. Oh, meine Tochter ist mit ihrer Familie in den Urlaub gefahren und bei meinem Sohn sind plötzlich alle krank geworden. Nun feiere ich alleine, aber leider habe ich kaum etwas im Kühlschrank. Können Sie mir vielleicht etwas Milch und zwei Eier ausborgen? Nächsten Seiten. Plötzlich hat Jenna eine Idee. Können Sie Klöße zubereiten? Fragt sie die ältere Dame freundlich. Frau Jensen nickt. Die letzten sind schon eine Weile her, aber das kann ich gut. Und dann gibt es die nächste Seite. So wird der Heiligabend doch noch genauso, wie Jenna es sich vorgestellt hat. Zumindest fast. Das Essen schmort im Ofen und die Weihnachtsgeschichte liest Papa sogar noch viel schöner vor, als Jenna sie jemals zuvor gehört hat. Die nächsten Seiten.
als Mama nach Hause kommt, ist der Tisch wunderschön gedeckt, die Klöße dampfen in ihrer Schüssel, die Wohnung duftet herrlich und überall leuchten Kerzen und glückliche Augen. Da gibt es noch eine Seite. Zu viert feiern sie das schönste Weihnachten, an das sich Jenna überhaupt erinnern kann. Und das ist die letzte Seite der Geschichte. Und Frau Jensen heißt übrigens von jetzt an Gertrud. Das Ende. Happy, healthy and wealthy Friday. Ja, Friday. 9. Dezember 2022 aus Gmunden in Österreich. Bis morgen am Samstag, den 10. Dezember. See you on the next YouTube video. Bye.